Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Planet Crafter. Wisst ihr, was mir gerade eingefallen ist? Ich habe gerade Pause gemacht und Wäsche aufgehangen. Ja, sowas tue ich. Haushaltskram nebenbei machen. Wir hatten einen Kommentar am Ende von dem Let's Play, also jetzt vor dem Update, dass es wohl eine geheime Höhle hier im See gibt, die man finden kann. Das fiel mir jetzt gerade ein. Ich habe in mein schlaues Buch geguckt und ich habe mir notiert, Höhle suchen im See. Deswegen gucken wir mal fix hier im See. Oh, das ist schlimm für mich, ne? Oh, ich weiß, dass hier nur Fische sind. Hier sind nur Fische. Die Frage ist, das ist mein Abbauwerkzeug. Ich muss bestimmt dafür irgendwas abbauen, ne? Frage ist, wo ist die Höhle? Der See ist ja schon ein bisschen groß. Aber wo soll das sein? Ich meine, wir sind ja hier am Anfang rumgelaufen. Da ist unsere Flucht- und Startkapsel. Jetzt muss ich unter Wasser wegen Sauerstoff aufpassen, ne? Die Korallen sind schon schön, ne? Also wir gucken jetzt einmal hier im See, ob wir hier irgendwas finden. Von wegen irgendeiner Secret-Höhle. Da denke ich mir aber, die hätte doch dann von Anfang an da sein müssen, die Höhle, oder? Aufs und hopp. Warum haben wir die dann am Anfang nicht gefunden? Oder kommt die erst mit Abbauwerkzeugstufe? Weiß ich nicht was. Dass man da was abbauen kann. Auf jeden Fall fiel mir das mit der Höhle gerade ein. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal schnell hier, ob wir irgendwas finden. Im Zweifelsfall google ich mal schnell, ob es hier tatsächlich eine Höhle gibt. Hier ist flaches Wasser. Moment. Mal ganz kurz mich mal irgendwo hinstellen. Ja, genau, hier ist die goldene Kiste. Okay, haben wir das nicht mitgenommen? Ich nehme es jetzt mit. Ich habe nichts zu essen mit. Trinken ist kein Problem. So, hier ist uns, guckt mal, hier hat alles angefangen. Hier ist unsere Landekapsel. Strange, ey. Hier hat alles angefangen. Okay, schwimmen wir mal weiter in den See rein. Ich habe halt auch keine Ahnung, wo die sein soll. Wie gesagt, es war ein Kommentar, dass es angeblich im See eine versteckte Höhle geben soll. Aber keine Ahnung, wo. Der Zugang muss ja irgendwo bei Felsen sein dann. Okay, ich finde nichts. Ich wüsste halt nicht wo. Hier ist noch so ein Felsgebilde. Ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwo was abbauen müssen, um den Zugang freizulegen, wenn es sie gibt. Scheiße. Ja, mach ja schon. Ich würde sagen, wir warten mal ganz kurz. Also ihr wartet kurz, Moment. So, bin wieder da. Also, es scheint irgendwo hier drüben zu sein. Also,
Wir gucken einfach mal. Da stand irgendwas mit an der Wand entlang schwimmen und Abbautool ausrüsten. Ich fliege jetzt erstmal einmal. Okay, also hier ist nichts. Dann einmal hier unten an der Wand lang. Also wir müssen eine Wand anscheinend abbauen. Die Frage ist halt, wo? Also es scheint diese Höhle zu geben. Es haben wohl schon mehrere Leute danach gesucht. Es gibt auch Koordinaten, aber ich habe die nicht gefunden. Ich habe gesagt, ich habe jetzt nur mal ganz kurz gegoogelt. Stand an der langen, also da war, wo ich jetzt gerade geguckt habe, stand nur drin, an der Wand entlang schwimmen und Abbautool ausrüsten. Dann wird dir das schon angezeigt. Die Frage ist aber, muss ich dafür anhalten und wie nah muss ich ran? Oh mein Gott. Das ist klein. Ein Toter. Ihr habt mich zum Sterben hierher geschickt. Ihr wusstet von vornherein, dass es unmöglich ist. Es kümmert euch aber auch nicht. Schließlich ist alles, worum ihr euch sorgt, der Profit und die Besiedlung neuer Welten. Wer auch immer dachte, das hier wäre eine gute Idee, er möge zur Hölle fahren. Vergebung war nie eure Absicht. Seid verdammt, Sentinel. Xiao Dan. Wir haben Xiao Dan gefunden. Oh nein. Xiao Dan. Xiao Dan hat es nicht überlebt. Okay. Das war dann wohl die Höhle. Okay, wir wissen aber jetzt, was mit Xiao Dan passiert ist. Okay, das ist cool. Okay, aber ernsthaft. Dieses kleine Mini-Loch zu finden ist schon eine Challenge. Okay, aber wir haben die Mini-Höhle gefunden. Jetzt wissen wir, anders wie Iklas, ist Xiao Dan hier tatsächlich gestorben. Der lag da noch. Ew. Scheiße. Das tut mir leid. Okay, was gab's denn jetzt eigentlich alles? Energiemultiplikatoren. Und Token. Cool, also es war schon gutes Zeug drin, ne? Spezies 2, Spezies 3. Ich brauche Spezies 5. Aber die Energiemultiplikatoren, die sind gut, die nehme ich. Ich glaube, wir haben noch genug Energie, aber es ist nie verkehrt, noch Multiplikatoren zu haben. Gucken wir zu Hause mal, ob wir die noch irgendwie reinballern können. Oder ob wir da schon voll sind. Wo ist denn hier unser... Okay, der ist voll. Aber dann könnten wir noch einen neuen bauen. Einen neuen Energiemultiplikator. Ich pack das mal in meine Alleskiste. Okay. Das ärgert mich jetzt. Mit, was ärgert mich jetzt eigentlich gerade? Eigentlich ärgert mich doch gar nichts. Bin ich doof? Was wollte ich denn sagen? Irgendwas wollte ich sagen, ärgert mich. Ich weiß aber gerade nicht mehr was. Ich bin manchmal so durch. Also im Moment ist irgendwie so eine Zeit, wo ich einfach komplett durch bin. Ich weiß auch nicht. Bist du hier auf Angebot? Warte, Pulsarquarz. Du musst auf Nachfrage. Das musste ich ja immer mal umstellen, ne? Du bist auf Angebot. Du bist auf Angebot. So. Steht kein Platz. Ja, die Drohnen sind halt zu schnell. Dann packen wir den ganzen Kram jetzt einfach. Ich pack das jetzt einfach erstmal alles hier rein. Die Kisten sind sonst eh alle voll. Okay. Schade. Haben wir irgendwo eine Vitrine? Oben, ne?
War die voll? Die war voll. Haben wir noch irgendwo anders eine Vitrine? Nee. Okay, warte, kann ich das... Kann ich das irgendwie platzieren? Ja, so. So, dahin. Okay. Da war schon gutes Zeug drin in der Höhle. Aber ich war ein bisschen enttäuscht, dass die nicht größer ist. Das wollte ich sagen. Okay. Das neue Biom wollten wir suchen. Ich hatte ja gesagt, entweder hier. Hier hinten. Oder hier, würde ich sagen, ne? Könnte ich mir vorstellen. Obwohl, hier ist die... Einmal. Hier ist die Osmium-Höhle. Wenn, dann hier oben. Oder wo könnte es noch sein? Das ist ja eine Höhle, die wir suchen. Ich würde sagen, wir fahren hier hinten einmal. Wir sind ja eh hier. Wir fahren einmal, oder fliegen einmal hier hinten rum. Würde ich jetzt sagen. Nehmen mal Essen mit. Ich trinke mal was und dann gehen wir mal gucken, ob wir hier was finden. Vielleicht einen Zugang oder so. Wir können auch mit dem Auto fahren. Wartet, kommt, wir fahren mit dem Auto. Ich glaube, die neue Spezies, die fünfte zu kriegen, das wird ein Problem. Weil ich glaube, dafür müssen wir durchs Portal. Dass wir die Genetik von Nummer 5 finden. Das wird wieder so ein Ding. Ja, wir könnten jetzt auch die Verbesserung erst noch bauen für das Auto, aber... Ach Gott. Oh Gott. Wir schaffen das auch ohne Verbesserung, oder? Okay, da scheint das Licht aber besser zu sein. Hui. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Das ist neu. Das hier hinten ist definitiv neu. Oh Gott. Ich habe immer Angst, aus dem Boden zu fallen, wenn wir unter die Map gucken. Okay, das hier ist definitiv neu. Dann ist das hier das neue Biom hier hinten irgendwo. Würde auch Sinn machen, weil hier kann man gut mit dem Rover fahren, ne? Das sieht schon cool aus hier. Lass uns einmal kurz hier rum. Weil hier war beim letzten Mal nichts außer einfach nur Wüste. Da gab es keine Felsen, da gab es kein nichts Grünes. Hier war einfach nichts. Okay, große Felsformation. Wie gesagt, es muss hier irgendwo, ich glaube, eine Höhle geben. Ich das auf dem Bild bei Steam richtig gesehen habe. Ist das neue Biom eine Höhle, weil es war sehr dunkel. Ich glaube, da fahren wir ins Nix. Oh mein Gott. Wie haben wir denn jetzt einen Sandsturm hier? Wir haben hier Büsche, das ist voll cool. Guck mal hier hinten. Oh, vielleicht sind hier hinten noch Tiere. Schmetterlinge. Hui. Oh Gott. Ja, ich wollte nicht unter was. Gut. Warte mal. Ich lasse den mal kurz hier stehen. Mach mein Popellicht an. Ey, guck mal, das sieht, oh Gott, schon cool aus. Das ist schon voll nice, was die aus dem Spiel gemacht haben, ne? Oh, oh, hier. Ja, das.
fahren da mit dem Rover rein. Ganz cool. Wir haben den ja jetzt nicht für umsonst hier mitgenommen. Habt ihr Höhle gefunden? Es ist jetzt halt auch dunkel. Ich glaube, hier haben wir besseres Licht, ne? Irgendwo hier hinten war die doch jetzt. Shit. Wo war die denn jetzt? Oh Gott. Kann mal bitte wieder Tag? Nee, warte. Hier drüben. Oh Gott. Ich habe sie doch gerade gesehen. Ich war doch gerade... Ja, hier. Oh Gott. Ich hätte einen Teleporter mitnehmen sollen, ich Trottel, ne? Aber lasst uns mal gucken, wo wir sind. Hier. Ja, wir sind hier gerade hier reingefahren. Ah, guck mal, da hatte ich doch recht, dass das hier hinten irgendwo ist. Hier. What is this? Stop. Wo sind wir hier? Okay. Ich glaube, wir fahren heim und holen einen Teleporter. Falls irgendwas ist, dass wir hier schnell wegkommen. Warte, wo kommen wir denn jetzt hier wieder raus? Hier hinten. Ich habe so die Befürchtung, wir sterben. Und wenn wir sterben, landen wir ja wieder zu Hause. Ach, jetzt ist Tag. Okay. Also hier bei dem Wasserloch ist die Höhle auf jeden Fall. Uey. Mann. Ich überlege, ob wir den Rover dann tatsächlich zu Hause lassen und einfach dann wieder hier hinterfliegen. Wenn wir einen Teleporter haben, sind wir ja super schnell wieder zu Hause. Weil in der Höhle jetzt mit dem Auto rumfahren, funktioniert, glaube ich, auch nicht so gut, ne? Au. Hui! Wie sind wir denn jetzt? Ah, hier. Also ich bin schneller, wenn ich fliege, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir könnten den Rover ja nochmal verbessern, dass der ein bisschen schneller ist. Aber irgendwie... Der ist nice to have, aber... Ich pack das Ding mal hier. Ich hole einen Teleporter und dann sind wir schneller, glaube ich, geflogen. Wartet mal. So, was brauchten wir denn für einen... Hallo? Für einen Teleporter. Ein Aluminiumstab. Osmium. Pulsarquarz. Osmium. Zeolit. Obsidian. Wo waren das? Hier. Okay, wir haben alles für den Teleporter. Dann fliegen wir jetzt nochmal nach da hinten. Weil wie gesagt, wenn wir looten, können wir ja schnell hin und her porten. Da sind wir immer noch dreimal schneller wie mit dem komischen Auto. Sorry Auto, nix gegen dich, aber ich brauch dich irgendwie nicht. Irgendwie bin ich gefühlt schneller, wenn ich fliege. No front für das Auto, aber irgendwie macht es für mich keinen Sinn. Auch wenn es cool ist. Huch, bin an mein Mikro geknallt. Sorry. Das sieht schon cool aus, ne? Aber warum ist da hinten so viel Sandsturm? Was ist das? Hallo? Ach, Kacke. Ist schon wieder
Wieder Loot gefunden. Oh, hier ist eine Höhle. Ach, Hautmuster. Mann. Oh. Mann. Versehentlich auf eine. Ich habe ja einige seltsame Überreste gefunden. Als hätten dort bereits Menschen gelebt. Aber dieser Planet ist so weit von den Bewohnern. Ist so weit von den bewohnbaren Welten entfernt, wie könnte das sein? Die Überreste scheinen uralte Trümmer zu sein, aber ich kann sagen, dass diejenigen, die sie hergestellt haben, sehr weit fortgeschritten waren. Die Tafeln sind unleserlich, da fast alles durch Erosion und Stürme gelöscht wurde. Ich verstehe nicht. Jeremy. 3047, okay. Jeremy. Ja. Oh, Raumanzug Micro, den haben wir noch nicht. Wow, ist der, den wir anhaben? Spezies 3. Mann. Ich brauche Spezies 5, Leute. Ich bin jetzt völlig sicher, dass ich Überreste einer anderen Zivilisation gefunden habe. Ich kann es nicht glauben. Könnte es diese andere Rasse sein, die wir kennengelernt haben und die vor so vielen Jahren völlig verschwunden ist? Ich muss diese Information um jeden Preis übermitteln. Ich habe es noch nicht geschafft, einen Kommunikationsweg einzurichten. Draußen wird der Sturm von Tag zu Tag stärker. Jeremy. Okay, Bauplan. Privater Plünderer. Missionsbeschreibung Aufklärung. In letzter Zeit sind ungewöhnlich viele Schiffe verschiedener Konzerne im Sektor ICL Prime verschwunden. Erreichen Sie diesen Sektor und suchen Sie nach allen Informationen, die Sie finden können. Primäres Einsatzziel. Untersuchen Sie den Sektor und finden Sie Hinweise darüber, warum einige Schiffe scheinbar spurlos verschwunden sind. Sekundäreinsatzziel. Finden und melden Sie feindliche Lebensformen, auf die Sie während Ihrer Mission treffen. Identifizieren Sie jedes abgestürzte Schiff und melden Sie es den entsprechenden Unternehmen. Zeichnen Sie die Position aller gefundenen Waren auf. 3074. Okay, so eine Nachricht hat man schon mal gefunden. Ich meine, wir wissen... Variante 5! Da ist sie. Nice. Ich meine... Guck mal. Von den Wächtern. Ich meine, wir wissen ja, was passiert ist, ne? Okay, wisst ihr, was wir machen? Muss mal den Teleporter hier hinstellen. Raketen sind wichtig. Dinger können wir noch mitnehmen. Die müssen wir gleich noch alle abbauen. Raumanzüge haben wir. Eins können wir noch mitnehmen. Ja, okay. Okay, dann gibt es jetzt noch einen neuen Überlebenden, der eine Story quasi hat. Ich bin falsch. Ich habe falsch gedrückt. Mann. Okay. Wartet. Ich glaube, wir sollten auch noch ein paar Bomben mitnehmen, wenn wir jetzt in den Sektor gehen. Ich muss das mal hier alles ein bisschen. So, ist dieser Chip ein bestimmter Bauplan? Nee. Okay. Das ist kein bestimmter Bauplan. Dann können wir den da mit reintun in die Kiste. Hier ist noch eins. Ha! Mann, ich habe keinen Platz mehr. Für die Froschleiche. Haben wir hier noch irgendwie Platz? Der Kiste. Nee, auch nicht. Wartet mal. Wenn ich das kurz im Inkubator zwischenlagern, kann ich. Eisen. Oh, ich habe keinen Platz für Uran. 4, 5. Okay, Moment. So,
Uranstab rein. Wo habe ich denn meine Quarze? Hier. Warte, für Sicherung habe ich doch einen extra Schrank. Die können wir doch hier rausnehmen. Ach, guckt mal. Hier habe ich auch noch Baupläne. Und hier habe ich die noch, die Zugangskarten. Oh je. Yeah. Und hier habe ich auch schon Stäbe. Oh mein Gott. Ich habe zu viel Zeug. Pack den mal noch mit hier rein. Hier ist noch Platz. Im Eisenschrank. Weiter Platten. Wartet mal, ihr könnt hier mal raus. Ihr gehört ja eigentlich auch nach oben. Du gehörst ja eigentlich auch hier nicht rein. Genauso wie du und du. Und du. So, voll. 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 Oh, hier ist noch Platz. Ich habe ein bisschen viele Blumensamen, glaube ich. Okay, haben wir hier noch Nahrungssamen? Bohnen und Kürbis. Kürbis, Pilze und Aubergine. Okay, dann haben wir unten noch Micromanagement, ne? Ist halt Schwarzpulver. Ich habe kein Schwarzpulver mehr. Bakterien und den ganzen Kram. Das kommt hier hin. Dünger? Dünger ist hier. Okay. Ach, guck mal, da haben wir doch Schwarzpulver. So, Raketen. Moment. So. Stickstoff. Superlegierung. Okay. Gut. Geklärt. Okay. Klamotten. Wo habe ich denn die ganzen anderen Klamotten hin? Keine Ahnung. Wartet, den probieren wir mal kurz an. Genau, das ist Roa und das ist Maiko. Ja, nee. Ich behalte meinen. So. Aber haben wir noch einen neuen. Alle anderen habe ich hier einmal ausgestellt, überall, ne? In meinen Zuhausen. Den hatte ich vorher an. So, dann zurück. Wir sind leer, genau. Einmal kurz was trinken. Warte, ich nehme noch mal was zu essen mit. Sicher, sicher. Das mit den Koordinaten. So, dann bauen wir noch die Leiterplatten ab. Wichtig. Ich meine, wir können Leiterplatten selber herstellen, aber... Warte, da hat man noch Platz in den Schränken hier. Ach, die können wir eigentlich auch noch mitnehmen. Ach komm, was soll der Geiz, ne? Was soll der Geiz? Ach, scheiß drauf. Nehmen einfach alles mit. Gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Grund dafür, dass mein Schiff in der Nähe dieses Planeten nicht mehr reagierte, etwas mit meiner Mission zu tun hat. Nachdem ich eine Weile umhergewandert war, fand ich diesen Ort, an dem ich mich niederlassen konnte. Ich habe genug Vorräte und ein paar Monate zu überleben. Ich muss nur einen Weg finden, mein Schiff zu reparieren. Jeremy. Okay, das habe ich vorhin irgendwie überlesen. Ich meine, wir wissen, warum die Schiffe hier abstürzen und alles, ne? Also... Wir kennen ja den Grund dafür. Den haben wir ja jetzt in die Luft gejagt. Mit unserem einen Ende. Oh, hier ist nochmal Variante 5. Geil. Wir haben ja das eine Ende, was wir für Sentinel Corp, glaube ich, machen. Da jagen wir ja von den Wächtern dieses Ding in die Luft. Und damit ist ja das gegeben, dass in Zukunft hier andere Schiffe landen können.
Also, wir haben das Problem ja beseitigt. So, das kommt hier rein. Der Dünger kommt hier rein. Ihr kommt hier rein. Ihr kommt noch mit hoch. Hier haben wir noch eine Blumen-Alles-Kiste. Nee, du nicht. Du und du und du. Pilze. So. Dich muss ich unten noch reinpacken. Moment. So. Haben wir. Dann gehen wir jetzt... Muss mein Teleporter. So, in diese Höhle. Den wir zufällig von Jeremy das gefunden haben. Jetzt ist die Frage, was ist mit Jeremy passiert? Ist Jeremy wieder von hier weggekommen? Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Ich denke nicht. Also wie gesagt, Iklas... Ich weiß auch nicht, wie Iklas das geschafft hat mit der Stadtrampe, ne? Einfach so wegzukommen. Da! Da, 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 da! Tiere! Oh mein Gott, wir sind doch schon wieder über die Zeit. Tiere! Spezies 5? Bist du Spezies 5? Variante 3? Ach ja, Variante. Hi! Ihr seid so ein bisschen hässlich niedlich. Wer mein Star Wars Outlaws gesehen hat, weiß, was hässlich niedlich ist. Da habe ich das erklärt. Aber hier, das sind so Büffel. Cool, wir haben die neuen Tiere gefunden. Jetzt müssen wir die dann nur noch für unser Zuhause machen. Okay, die sind also hier hinten im neuen Biom. Die Büffel, in Anführungsstrichen. Wir nennen sie jetzt einfach mal Büffel, um das irgendwie mit unserer Welt zu vergleichen. Dem Frosch geht's, glaube ich, nicht gut. Der sitzt da so im Wasser. Okay, dann nächste Folge. Rein in das neue Biom. Dann gucken wir uns das dort an. Und dann gucken wir, was wir dort noch so finden. Und dann müssen wir noch die neuen Tiere machen. Mal gucken. Ich bin gespannt, wie viele Folgen das noch werden. Ich freue mich aber gerade noch mal ein bisschen hier zu sein. Hihihi. Also, wir sehen uns morgen wieder. Habt einen wundervollen Tag. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.